Ja, Mois, willkommen zurück zum neuen Video. 38. Anlauf mal heute wieder, weil 100 Jahre kein Video mehr kam. Ich hoffe, diesmal stimmt die Mikroquali, weil wir filmen das gerade mit dem iPhone 11 Pro, so auf 4K. Gangster-Shit. Zu dem Video heute. Ich habe letztens, beziehungsweise vor ein paar Tagen, glaube ich, eine Abstimmung gemacht, ob ihr Bock hättet auf ein LPU oder auf SLP-Updated-Jacken-Video. Haben, glaube ich, fast 75% für ein Latest Pickup abgestimmt. Deswegen dachte ich mir, perfekt. Es kommt keins von beiden, sondern es kommt ein gesondertes Video zu meinen SLP Boots, die eigentlich hier oben stehen, die ihr wahrscheinlich gerade nicht seht. Aber ja, genau aus dem Grund, weil ich habe letztens eine Fragerunde auf Insta gestartet und habe da oben, keine Ahnung bei welcher Frage, meine SLP Boots abfotografiert. Und da meinten dann so viele, ja, wie fittet der Schuh, wie ist die Quali von dem, welche Boots hast du alles, weil man das eben aus dem Winkel nicht ganz gesehen hat. Deswegen dachte ich mir, scheint anscheinend einige zu interessieren, deswegen schalle ich das Video mal raus. Und bevor ich zu den Boots komme, dachte ich mir an dieser Stelle, Support ist kein Mord. Der ein oder andere von euch kennt Oliver Guan, der hat jetzt so eine Consigning-Seite hochgeladen. Ähnlich, würde ich sagen, wie SNF Mall. Das Ganze ist eben so, dass ihr im Endeffekt, wenn ihr, also ich würde sagen, man bekommt sau viel, beziehungsweise eigentlich fast alles auf SNF Mall verkauft, kommt natürlich immer auf Preis, Piece etc. an. Schreiben jetzt wahrscheinlich auch wieder Leute rein. Ich habe da schon 8-mal hochgeladen, aber ich krieg's nicht weg. Ja, dann stimmt entweder am Piece, an der Size oder am Preis was nicht. So, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der jetzt eine Consigning-Seite erstellt. Ich würde immer sagen, zweite Anlaufstelle, wenn ihr es auf SNF mal oder so nicht gesellt bekommt und das ein ultra krasses Piece ist, was irgendwie 2000 Euro Retail kostet und ihr euch denkt, ich habe überall versucht, die Scheiße zu verkaufen, ich krieg's einfach nicht weg. Dann wäre das zum Beispiel eine Anlaufstelle, die man sich überlegen könnte. Das Ganze funktioniert eben so, dass wenn ihr ein Piece habt, das zu Oliver Guren schickt, ist es alles legit. Also ihr braucht nicht irgendwie denken, dass er euch abzieht, weil er sagt, ja, fuck, das Piece ist weggeschickt, ich krieg das nie wieder oder so. Also das ist alles 100% legit an der Stelle. Ich habe auch schon Sachen da hochgeladen, auch schon Sachen gekauft, wie zum Beispiel diese Jacke hier. Also ich kann euch versichern, dass da alles super abläuft. Im Endeffekt, ihr schickt dem das Piece oder mehrere Pieces zu, der macht davon professionelle Bilder und knallt das auf die Seite hoch. Jetzt aber an dieser Stelle, wenn ihr was verkaufen wollt, dann hängt es von dem jeweiligen Preis ab, den ihr für das Produkt eben haben wollt. Dann steigert sich eben dieser prozentuale Anteil, den man eben dann an der Market abgeben muss. Also wenn ihr jetzt, ich weiß die Pauschale nicht, müsst ihr euch einfach angucken, falls da Interesse besteht. Falls ihr ein Piece für 1000 Euro hochlädt, dann verlangt ihr irgendwie 20% oder so. Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt euch das Ganze mal anschauen, wenn es euch interessiert. Aber natürlich müsst ihr das nicht machen. Das ist auch ganz normal eine gesonderte Seite, wo halt Produkte hochgeladen werden. Oliver Guren zählt auch selber sein Stuff und gute Freunde von ihm wie Zakev und so. Vielleicht kennt ihr auch den einen oder andere. Und da kann man dann halt ganz normal die Sachen da kaufen. Super schnelles Shipping, super freundlicher Support, der eigentlich immer mega schnell antwortet. Ist halt alles super friendly aufgebaut, so die ganze Seite ist super einfach handzuhaben und ihr habt halt dann ganz normal gesondert diese ganzen Artikel auf der Seite, könnt auch nach Marken suchen, also eigentlich eine chillige Webseite, wo man Sachen verkaufen, aber auch kaufen kann. Ja, so viel an dieser Stelle und nur um das nochmal klarzustellen, falls der eine oder andere sagt, du stellst es nur vor, weil du Geld dafür bekommst. Wie ich schon am Anfang erwähnt habe, Oliver Guren ist ein guter Kumpel von mir, ich kenne ihn jetzt schon ewig, ist auch ein SLP-Boy, also Support ist kein Mord, ich mache das einfach nur, weil ich mir denke, why not so? Ich würde es auch feiern, wenn mich jemand anders supportet in der Hinsicht. Deswegen so viel zu dieser Sache und ich würde eigentlich auch schon mit den SLP-Boots anfangen. So, zu meinen ersten Boots, das wären hier Wilds ohne Harness sozusagen. Ich weiß nicht, ob es den Schuh fokussiert, aber das ist halt im Endeffekt ein Schuh, wie Michael Jackson ihn damals auch getragen hätte. Ja, ich weiß nicht, super viele sagen, dass sie den Boot gar nicht schön finden. Ich finde, es ist eine absolute Shape-Granate. Ich habe jetzt in jedem Schuh Schuhspanner drin, deswegen kommt die Form vielleicht noch ein bisschen geiler rüber. Aber ja, das Einzige, was mich an dem Boot ein bisschen abfuckt, ist eben dieses Material. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber das ist so ziemlich, ja, weiß ich nicht, fühlt sich irgendwie nicht an wie so richtiges Leder, ist ganz schwer zu beschreiben. Ist auch eine Size 41, wie in allen Boots vorab. Ich bin in allen Boots, die ich habe, eine Size runtergegangen und ich finde, es fitten eigentlich alle perfekt. Also beschweren kann man sich da eher weniger. Und ja, auch vorab gesagt, ich lasse jeden Boot eigentlich besohlen. Ich glaube, da sind jetzt noch
ein oder zwei, die ich nicht besohlen lassen habe. Habe aber auch gehört in mehreren Gruppen, auch bei CCP und so, dass man eigentlich anfangs den Schuh ein paar Mal tragen sollte, weil der Schuster das ja eh abschleift irgendwie und dann den erst besohlen lassen soll. Also nicht direkt mit dem nagelneuen Schuh besohlen lassen, sondern den erstmal ein paar Mal tragen. Jetzt im Winter wahrscheinlich eher schwieriger, aber ja, weiß nicht, finde ich eine absolute Shape-Granate, kommt absolut krass, wenn man ein komplett schwarzes Outfit anhat. Ich habe damit auch ein Bild mal auf Insta gepostet, glaube ich, was Baba ankam. Ja, an dieser Stelle hier unten mein Insta-Name eingeblendet. Support ist kein Mord, ihr wisst Bescheid. Und ja, so viel eigentlich auch schon zu denen. So, dann zum nächsten Boot. Dachte ich mir, ich benenne das Video gleich danach. Ich kaufe mir SLP Boots Iced Out. Ja, habe ich mittlerweile auch schon länger. Ich glaube jetzt schon über ein Jahr oder so. Ja, ich hoffe, wie gesagt, der Fokus ist am Start. Wenn nicht, tut es mir leid, dann ist das iPhone 11 Pro vielleicht doch nicht die beste Option. Aber ja, ich weiß nicht, ob man das im Video richtig sieht, aber es kommt darauf an, wie das Licht eben auf den Schuh einfällt. Und dann sieht man halt entweder den Schuh in Silber oder den Schuh in Gold. Also ganz strange. So wie wenn ich ihn zu mir hinhalte, ist er Silber. Und wenn ich ihn vorhalte, wird er hier zum Beispiel Gold. Also ganz strange, kommt auch richtig krass. Wenn man irgendwo in einem Raum ist und da halt eben von oben das Licht kommt oder wenn die Sonne drauf scheint, also ist schon ein Blickfang, aber halt super gewagt, weil sowas kann man natürlich nicht all day anziehen. Ja, wie immer, das heißt, der ist sogar eine 41,5, ist besohlt. Ja, wie gesagt, ich würde euch pauschal einfach sagen, geht in allen SLP-Schuhen einfach eine down, weil ich habe eigentlich so gut wie in allen Schuhen entweder eine 41 oder 41,5 und ich trage auch 42, 42,5, also da ist nicht viel um. Und ja, wie gesagt, super gewagter Schuh. Ich habe damals irgendeinen Joke mit Michael Jackson gebracht, als ich den vorgestellt habe, kein Plan, aber ich laber zu viel, deswegen zum nächsten. So, dann zum dritten, fängt jetzt mittlerweile an bei braunen Boots, ist für mich der absolut beste Schuh von SLP, was ein Shape angeht, ist der SLP Fringle oder Fringle Boot, je nachdem, wie man es aussprechen mag. Ja, habe ich noch gar nicht so lange, kann man aber, finde ich, ultra gestört anziehen. Der passt zu einer hellblauen Hose perfekt, passt zu einer schwarzen Hose perfekt. Habe ich auch extra braun besohlen lassen, damit sich das nicht abhebt, wenn man von der Seite auf den Boot guckt. Ja, wie gesagt, vom Shape absolut gestörtes Ding, feiere ich auch mit diesen Indianer-Vibes hier an der Seite. Ich habe dazu noch die passende Jacke. Ich habe damit auch mal ein Bild auf Insta gepostet, da, wie gesagt, falls ich irgendwas Neues von SLP habe oder so, da bin ich eigentlich relativ up-to-date, was das angeht, wenn ich mir irgendwas Neues kaufe oder neue Outfits kommen. Wie gesagt, könnt ihr mich gerne auf Insta abchecken. Aber was ich an dem Boot so nice finde, ist, abhängig von dem Boot und von der Season, immer der Schaft oben anders. Und ich weiß jetzt nicht, ob man zieht oder nicht, aber hier oben, wo man eben in den Schuh reinschlüpft, der ist halt super eng. Also da passt eine Hose perfekt drüber, weil bei manchen ist das so weit bzw. schon so rund, dass man, wenn man läuft zum Beispiel, sieht, dass die Hose da reinfällt. Aber der geht halt einfach, die Hose geht einfach clean über den Schuh drüber. Also wie gesagt, vom Shape her, meines Erachtens nach ein absolutes Brett und ist, glaube ich, aus 2015 irgendwann. Deswegen, falls ihr Bock auf den Schuh habt, könnt ihr mal auf Grade oder so gucken. Da geht der so für 1000 Euro ungefähr, je nach Size, Farbe und Condition. So, dann zu den ersten paar Whites mit Harness. Ihr denkt euch jetzt, hä, wieso hängt hier seitlich noch das Tag dran, beziehungsweise hier oben. Eine Story dazu. Perfekt, kein einziges mehr angehabt, aber trotzdem besohlen lassen, auf Ehre. Ja, ich hatte den ja ursprünglich mal in einer 42, das war mein allererster SLP-Boot, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, hab den dann eigentlich gerockt, aber ich hatte den damals True to Size gekauft. Ich, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass man eigentlich in allen Boots eine Size down gehen sollte. Kenne auch immer noch Leute, die sagen, man kann die True to Size tragen, aber ich finde, dann wirft der Schuh absolut komische Falten. Auf jeden Fall habe ich den dann Deadstock eine Size kleiner gefunden, eigentlich in Size 41, in der Size eben, wo ich alle meine Boots trage, und dachte mir dann so, ja komm, ich kaufe den und versuche meine anderen Whites in 42 zu sellen, habe die dann eigentlich noch am selben Tag wegbekommen und habe mir den halt dann Deadstock für einen richtig guten Preis gekauft. Ja, seitdem kein einziges mehr angehabt, perfekt. Aber ja, ich weiß nicht, ich bin derzeit entweder auf Fall Winter 13 Whites, die ich euch gleich vorstellen werde, oder halt auf die
War jetzt halt ohne Harness, weil ich halt immer finde, dass die cleaner kommen. Aber falls den Boot jemand in Size 41 oder 41,5 in Nut aus Fall Winter 13 findet, instant, aber wirklich instant in meine DMs reinsliden, richtig wie auf der Wasserrutsche, richtig reinsliden, weil ich habe das Gefühl, ich habe Grailed, ich habe mehr Zeit in Grailed verbracht, nach dem Schuh zu suchen, wie ich in der Uni bin. Keine Chance, das Ding irgendwie zu finden. Und wenn, dann immer in dem anderen hässlichen Colorway, der auch braun ist, aber ausschaut wie... Genau. So, dann zu meinem ersten Boot, der kein White ist, wäre dieser Boot von SLP. Die heißen Lucas Boots. Finde ich vom Shape unfassbar gestört. Also ich habe selten einen Boot gesehen, der so schön ist und der auch am Fuß so nice aussieht. Habe ich jetzt, wie gesagt, auch in der Size 41. Ich bin noch dabei, beziehungsweise auf der Suche nach einem in Schwarz für einen guten Preis. Aber ich muss sagen, als ich den das erste Mal im SLP-Store an den Füßen hatte, dachte ich mir, Digga, das kann unmöglich ein Boot von SLP sein. Der ist so geisteskrank bequem, weil dieses Upper, also kann man jetzt nicht wirklich zeigen, weil ich da Schuhspanner drin habe, aber das ist so weich, dass der sich vom Tragekomfort unfassbar gestört anfühlt. Also wirklich mit Abstand der bequemste SLP-Boot, den ich habe. Habe ich jetzt noch nicht besohlen lassen, habe ich ein paar Mal gerockt. Werde ich aber jetzt irgendwann machen lassen, bloß, ja, der eine oder andere wird es kennen, man hat halt nie Bock dahin zu gehen, deswegen, ja, also wie gesagt, ihr könnt eigentlich Boots immer so lang tragen. Ich weiß jetzt nicht, ob man sieht, wie gut die Kamera fokussiert oder nicht. Da, wo diese Nähte um die Sohle oder in der Sohle rumgehen, so lang könnt ihr den runterlaufen, bis es am Limit ist, dass die Nähte eben aufgehen. Also ich würde es euch nicht raten, sondern frühzeitig zum Schuster zu gehen. Aber sobald die Nähte eben reißen, ist halt Feierabend eigentlich, weil dann kriegt er nichts mehr abgeschliffen und der komplette Schuh fällt euch auseinander. Aber wie gesagt, vom Fitting, von der Size, von der Qualität finde ich mit Abstand einer der bequemsten Boots von SLP. Dann eigentlich auch schon zu meinem nächsten Boot. Ihr denkt euch jetzt, Digga, was eine Missgestalt, das Ding. Ja, habe ich mir, glaube ich, als letzten Boot gekauft, wäre der SLP Santiago Boot in diesem sexy Leopard, in dieser sexy Leopardenoptik. Ja, finde ich aber auch vom Shape ultra geil, ist eigentlich 1:1 fast genauso wie der Lucas Boot. Nur was bei dem Boot eben anders ist, dass man hier zwar einen Cuban Heel hat, aber das ist viel extremer, also geht viel weiter sozusagen nach innen, wenn man das mal hier so vergleicht. Ich weiß jetzt nicht, ob man es unbedingt in der Kamera so gut sieht, aber ja, ist auch vom Laufgefühl irgendwie strange, muss ich sagen. Und was mir auch nicht so taugt, dass der Schaft halt relativ weit oben ist, also relativ weit auseinander, beziehungsweise relativ breit. Deswegen, ja, aber wie gesagt, was ich übel nice finde an dem Boot trotzdem ist, dass der eben diese Midsole bzw. alles komplett schwarz ist. Das heißt, wenn du dazu eine schwarze Jacke, schwarzes T-Shirt oder schwarzen Hoodie, schwarze Hose dazu anhast, ist das ein absoluter Eyecatcher und kommt super clean, finde ich. Wird in nächster Zeit safe auch mal ein Insta-Shot hochgeballert und ja, so viel zu denen. Ich glaube, ja, auch eine Size 41. Ich glaube, nur der eine Vapor, also der so geglitzert hat, der war eine 41,5. Mir fällt gerade ein, dass das mein letzter SLP-Kauf war, was Boots angeht. Nochmal dicke Shoutouts an Finn aus Minimal Paradise, Ehrengruppe und Ehrenboy. Ja, der ist für mich extra in Düsseldorf, beziehungsweise nach Düsseldorf gefahren. Der wohnte einfach eine Stunde von weg und hat ein Meetup mit dem Typen gemacht. Hat dann, also den und noch einen anderen Schuh, ich habe noch hier einen Sneaker, den werdet ihr aber erst dann irgendwann sehen, zusammengekauft, beziehungsweise er hat die dann abgeholt und hat die dann einfach verpackt und zu mir geschickt. Absolute Ehrenaktion. Natürlich ging da der ein oder andere Euro mehr an ihn raus und Free SNF mal Posts natürlich auch, weil, wie gesagt, ehrenhaft auf jeden Fall gewesen. Ist der Fall Winter 13 Wyatt, ganz normal mit Harness, aber im Chocolate Colorway. Super strange, wird wahrscheinlich jetzt auch in der Kamera wieder ich weiß nicht, so dunkelbraun ausschauen, aber wenn ich den jetzt, also wenn ich den ein Stück weiter weg halte von mir, beziehungsweise kein Licht drauf ist, schaut das einfach aus, wie wenn er komplett schwarz wäre, also schwarz Suede. Dachte mir auch, als ich den gekauft habe, schaue ich so auf die Box, hey Chocolate, so hey what the fuck, weil auf den Bildern hat man es einfach nicht gesehen, dass der so ganz, ganz dunkelbraun ist, weil ich dachte eigentlich immer, der ist schwarz. Auf jeden Fall, ja, hatte ich noch kein einziges Mal an, seit ich den gekauft habe.
weil der erst neulich gekommen ist. Aber ja, wie gesagt, in Whites bzw. mit Whites kann man eigentlich nichts falsch machen. Ist ein absolutes Standardpiece von SAP, was jeder SAP-Boy eigentlich in seinem Schrank haben sollte, bin ich der Meinung. Und ja, Fall Winter 13 mit offenem Zipper, deswegen gekoppt, Babading. So, dann auch schon zum nächsten Boot. Mir fällt gerade auf, ich sage wahrscheinlich gerade zu jedem Boot, dass er absolut bequem ist. Ja, wie gesagt, ich trage mega oft Boots, wenn ich nicht meine Adidas Supercord trage, weil, Junge, Ehrenschuh des Jahres, Alter, no joke, bequemster Schuh ever. Aber was Boots angeht, auch eine Empfehlung von mir, ganz normale Chaseys in All Black sozusagen, ist auch ein absoluter Pain in the Ass, den in Nut zu finden in einer 41, der entweder nicht komplett am Arsch ist oder der einen normalen Preis hat und nicht Rape verlangt. Oder dann natürlich aus US kommt, wie man es kennt, Zoll, Joe, auf jeden Fall, ja, ganz normaler schwarzer Chasey, ist vom Shape auch, finde ich, super schön, ist halt, also wirklich, den kann man echt zu jedem Anlass tragen, egal, ob du in die Schule gehst, ob du in die Uni gehst, ob du in die Stadt gehst, ob du zum Essen gehst, ob du auf eine Hochzeit gehst, ob du, genau, keine Ahnung, egal, wo du hingehst, kannst du den Gefühl tragen, finde ich auch so von der Höhe von dem Chasey eigentlich relativ nice. Hat halt standardmäßigen Absatz, wie man es halt von SAP Boots kennt, aber auch Schaft relativ eng. Und ja, das Suede ist halt Baba, sollte man halt nicht unbedingt, wie ich euch nachher zeigen werde, bei einem Wyatt, der jetzt nicht Velour ist oder nicht Wildleder, halt im Regen tragen. Aber ja, wie gesagt, an guten Tagen, wo die Sonne scheint, absolute Empfehlung von mir. Shape Granate und kommt zu jedem Outfit eigentlich gut. So, dann zu meinem nächsten Fall Winter 13 Wyatt. Auch wie gesagt, Fall Winter 13 bekannt dafür, dass sie den offenen Zipper haben. Ja, Chris hat mir den gerade von da oben runtergegeben, hat gesagt, Digga, mach mal den Staub runter, der sieht absolut ranzig aus. Ja, dann wisst ihr ungefähr, wie lange ich den nicht mehr anhatte. Hatte ich, als ich ihn bekommen habe, glaube ich, zweimal angehabt, seitdem nicht mehr. Ist aber von der Qualität, von der Sohle auch, wie gesagt, eigentlich gefühlt wie neu. Also man sieht nicht mal, dass die besohlte Sohle irgendwie getragen ist. Das Einzige, was mich abfuckt, vielleicht sieht man es hier, wenn ich es so hinhalte, hier dieser Verschluss, passiert immer wieder bei Whites, dass eben dieser Knopf abfällt und dann muss man den halt replacen lassen. War aber schon so, als ich ihn gekauft habe, Preis war damals Baba, ist auch, wie gesagt, eine Size 41. Ist halt, wie gesagt, ein schwarzer White mit offenem Zipper. Qualität finde ich, wie gesagt, bei Fall Winter 13 mit am besten. Ist jetzt natürlich auch Geschmackssache. Ich habe keine Ahnung, wie die mittlerweile bei einer 2019 oder 2018er Kollektion sind, weil ich eigentlich ein Fan von den ganzen alten Hedi-Pieces bin. Aber ja, schwarzer Wyatt in Glattleder kann man eigentlich meines Erachtens nach nichts mit falsch machen. Dann zu meinem vorletzten wäre der gleiche Schuh eigentlich wie gerade eben, nur mit der Chain eben vorne, also auch Fall Winter 13 mit offenem Zipper, ist eigentlich der Boot, den ich, würde ich sagen, in letzter Zeit auf jeden Fall fast am meisten trage, wenn ich nicht die Lucas Boots anhab und einen schwarzen Boot trage. Hatte ich letztens auch in München an, als es übel gepisst hat. Hier vorne schön die Creases am Start, ja, kann man halt nur, also, weil viele immer sagen, beziehungsweise ich in vielen SAP-Gruppen lese, wie verstaut ihr eure Schuhe, tut ihr Schuhspanner rein, tut ihr die direkt nach dem Tragen rein, tut ihr nur Papier rein. Ich habe jetzt zwei verschiedene Arten, einmal den, also diese Billo-Holzdinger, wo man halt nur reinklemmt und dann halt nochmal diese teuren Holzschuhspanner da, wo, glaube ich, einer irgendwie 30 Euro kostet oder so, die halt so in einem Stück sind, sondern nicht mit diesem Gummi oder mit diesem, ja, ich weiß schon, mit dieser Feder da hinten halt. Ja, wie gesagt, ist für mich einer der schönsten Boots, kommt halt richtig clean, wenn man die Hose bis hierhin stacken lässt und man dann halt hier die Chain sieht, finde ich mit einer der schönsten Boots von Fall Winter 13 bzw. allgemein von Wyatts und ja, Qualität ist Baba, Leder ist super. Ja, ist halt auch standardmäßig besohlt, wie man es kennt. Und deswegen habe ich mir auch nochmal ein Wildleder gekauft. Eigentlich 1 zu 1 derselbe Boot, nur diesmal leider nicht Fall Winter 13. Aber ja, wen juckt's? Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, bei Wildlederschuhen immer aufpassen, beziehungsweise ich finde, man kann die nur tragen, wenn schönes Wetter ist, aber ja,
wenn es nicht zu krass pisst, dann gehen so Wildlederschuhe doch mal fit, aber es sollte halt nicht in Strömen pissen, sondern halt nur tröpfeln. Deswegen, ja, so viel eigentlich auch schon zum letzten Boot und das wäre es eigentlich so viel zu der SAP-Sammlung gewesen. So, das waren dann alle meine Boots. Der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, hey Tommy, hast du nur SAP-Boots oder hast du auch noch andere Boots? Ich habe vereinzelt noch ein paar CCPs, Calvins oder Bottegas oder so. Aber rundum würde ich sagen, eigentlich 90-95% SAP-Boots, weil ich finde, dass die Qualität super ist, dass es eigentlich vom Sizing immer gleich ist, meines Erachtens nach. Ja, ich halt ein SAP-Boy bin. Deswegen, das wäre so viel mit dem Video gewesen. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang davon gelabert, ob ihr vielleicht Bock hättet auf ein LPU oder auf ein updated SAP-Jacken-Video, könnt ihr mir gerne unten da lassen, dann weiß ich Bescheid, was ich als nächstes abdrehen soll. Und wie gesagt, falls jemand Bock hat, mal The Market auszuchecken, verlinke ich euch nochmal unten. Wie gesagt, die haben von Rick Owens bis zu Saint Laurent und Off-White x Nike eigentlich alles auf der Webseite verfügbar, beziehungsweise natürlich in eigentlich immer nur ein Piece, also vereinzelt, aber die Preise sind echt super, auch super viel Rare Vetements Stuff, falls es den einen oder anderen noch interessiert. Und ja, das wäre es eigentlich schon so viel mit dem Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde, wie gesagt, immer mal wieder Videos drehen, wenn ich Bock habe. Deswegen, ihr braucht nicht denken, wenn dann irgendwie ein Monat oder so kein Video kommt, dass ich nichts mehr mache. Also ich bin immer wieder am Stissel hier, weil es mir eigentlich immer noch Bock macht, Videos zu drehen. Deswegen dachte ich mir, ich schmeiß mal die Kamera an und zeige euch meine Boots, weil es den einen oder anderen interessiert hat und ich dann nicht vereinzelt Fragen beantworten muss. Und ja, das wäre so viel gewesen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, servus.